Einsamkeit und Vereinsamung, natürlich primär in uns selbst, kann nicht nur emotionale bzw. verbale Missbrauch verursachen, sondern auch emotionale Vernachlässigung. Und heute geht es genau darum, wie emotionale Vernachlässigung entsteht, wer oder was bewirkt denn das und welche Auswirkungen hat es auf uns und auf unser Leben später. Und natürlich, wie immer, ganz am Ende ist auch eine Übung, was du ausprobieren kannst, wenn du magst. Ich bin Gabriela, psychologischer Berater, traumasensitives Coach und Yogalehrer und ich freue mich jetzt auf dich. Emotionale Vernachlässigung findet dann statt, wenn der Überlebende keine Bezugsperson hatte, wenn es um Gefahr oder um Not ging und an sich wenden konnte. Ein Kleinkind bzw. ein Neugeborener braucht von den Eltern natürlich Fürsorge, ein bestimmtes Engagement, also kümmern um das Kind und also auch emotional und körperliche Nähe. Wenn dieses Kleinkind, gerade wenn es darum geht, dass sich zum Beispiel wehgetan hat oder eben Hunger hat und Fürsorge benötigte, dabei aber niemand da ist, wo er sich zuverlässig an ihn wenden könnte, dann erscheint ihm das Leben bereits da und später auch recht trostlos und auch voller Ängste. Und wir müssen verstehen, dass diese Kinder in dem Alter natürlich Todesangst hatten. Sie waren darauf angewiesen, dass zum Beispiel diese Eltern ihm Essen geben oder dass diese Eltern sie nicht aus der Wohnung werfen oder dass diese Eltern immer wieder aber einfach mal in den Arm nehmen. Jetzt stell dir vor, dass dein kleines, innere, traumatisierter Kind Hunger hat. Und schreit. Natürlich schreit, weil damals konnte er noch gar nicht sprechen. Und irgendwann merkt er nur, dass niemand kommt. Und dieser kleine Kind hört dann irgendwann auf mit dem Schreien. Und das hat natürlich Folge auch für später. Aufhört, um Hilfe zu bitten. Aber auch in dem Moment entsteht nichts anderes als ein riesengroße, überwältigende, vereinsamende Gefühl von Leere und psychische, emotionale Schmerz. Wenn du jetzt betrachtest, dass dein Citta von heute, damals, noch gar nicht bewusste Gedanken ja machen konnte, das heißt, dass eben nicht irgendwie schlussfolgern konnte, jetzt kommt ja die Mama nicht, also hör auf zu schreien, sondern das Baby hört auf, eher noch auf eine emotionale Ebene. Und damit dieser wahnsinnige Schmerz im Herzen und der Hunger natürlich im Magen nicht so sehr wehtut, wird sich dann eine Überlebensstrategie aneignen, nicht denken, aber aneignen, wodurch das Kind überlebt. Die Bezugsperson, wessen Aufgabe die Fürsorge kümmern und ja, die Bedürfnisse von dem Kleinkind zu erfüllen wäre, nicht da ist. Dieses Nicht-Dasein kann sowohl psychisch sein, kann aber auch eben physisch sein. In meinem Beispiel vorhin, wo das Baby schreit und bekommt nichts zum Essen, ist die Mutter oder eben, ja, wer auch immer, physisch nicht da und auch emotional nicht da. Diese emotionale Abwesenheit und emotionale Vernachlässigung wird darin vertieft und immer größer, dass das Kind nicht nur diese Leere hat, sondern auch verinnerlicht, dass diese lieblose Umgang und diese lieblose Umgebung seine Welt ist. Diese Kinder fühlen sich dann leer, wertlos, aber auch ausgehungert. Ausgehungert nach Bindung, nach Liebe, Fürsorge, nach Nähe, dass man mich im Arm nimmt.
Du fragst dich vielleicht, wie das sein kann, dass Kinder oder eben Neugeborene aber an Vernachlässigung bzw. Gedeihstörung sogar sterben. Es wird zum einen vermutet, dass weil so wenig Liebe, Fürsorge und Geborgenheit für diese Kinder da ist, das Immunsystem schwächt sich so weit, dass ja zu Tod kommen kann. Und zum Zweiten wird vermutet, dass diese Kinder sozusagen unbewusst, aber tödliche Unfälle anziehen und mit dem einzigen Ziel, dass diese Elend zu Ende ist. Es ist nicht selten, dass Betroffene bis heute zum Beispiel an Albträumen leiden oder Flashbacks haben, worin um Geschichten geht, in denen sie eigentlich selbst sterben oder dann in diesem Traum oder in diesem Flashback aber sozusagen doch noch wahrnehmen und erkennen, dass sie leider nicht gestorben sind. Neben diesem Hunger entstehen natürlich auch Ängste. Wir haben Ängste nicht nur, dass wir ähnliche Umgang und ähnliche Situationen aufs Neue begegnen, aber wir haben auch Ängste, wenn solche Situationen kommen, davor, dass uns das Gleiche passiert wie damals. Also, dass wir in eine Bindung, egal welche Art von Bindung das ist, das kann in der Partnerschaft sein, aber das kann auch im kollegialen Umfeld sein, dass diese Bindung auch missbräuchlich wird. Sicherlich einige von euch wissen auch um den nächsten Effekt, und zwar erlernte Depression. Ich meine jetzt erlernt aus der Kindheit, also als Überlebensstrategie. Depression kann ja eben verursachen, dass wir von unseren Emotionen Abstand nehmen, um innere Schmerzen nicht zu spüren. Und klar geht es auch mit einem Stimmungswechsel bzw. Stimmungsveränderung einher. Und das ist ja eher getrübt und abgeschlagen und die Motivation wird schwer. Aber es geht eben auch darum, dass wir die emotionalen Schmerzen durch Depression abschalten können. Sicherlich viele von euch kennen ja die Traumafolge von Vernachlässigung in Form von Sucht. Und Sucht kann ja sowohl also Sucht nach Substanzen, aber auch als Beschäftigungssucht erscheinen. Und mittlerweile wissen wir auch, dass die Sucht deshalb entsteht, weil wir das als Selbstberuhigungseffekt sozusagen benutzen oder halt eben anwenden. Und es gibt natürlich viel gesündere Beruhigungsmethoden. Darüber habe ich auch in dem Video gesprochen, wo es um Sucht ging. Und hier ist natürlich die Frage, wie kann ich mein Beruhigungssystem, was ja in der Kindheit letzten Endes entsteht und sich entwickelt, nachträglich noch so behandeln und so verändern, dass ich diese Sucht abstellen kann und anstelle der Sucht ich den Hunger nach emotionaler Nähe andersweitig befriedige. Höchstwahrscheinlich wirst du ja wahrnehmen, dass für dich diese Traumafolgen selbst anzugehen und auch dann, ja, ich sag mal, erfolgreich zu behandeln und langfristig auch auszuhebeln, oft nicht einfach ist. Weil unser Selbstwertgefühl ungeheuer klein ist und nicht nur durch den äußeren Kritiker von den Eltern und Bezugspersonen damals oder auch durch heutige, weiterhin missbräuchliche, ja, Beziehungen, aber auch durch den inneren Kritiker. Und dieses Selbstwertgefühl hindert uns daran, dass wir um uns selbst sorgen. Emotionale Vernachlässigung wird auch durch einen extremen Mangel an Fürsorge
und Interesse gekennzeichnet und bedeutet, dass das Verhalten uns gegenüber von anderen übernommen haben. Also wir uns durch den inneren Kritiker auch verinnerlicht haben, wir dann auch um uns selbst wenig Selbstfürsorge und Interesse zeigen. Wir müssen uns auch noch im Klaren sein, dass Eltern bzw. Bezugspersonen, die emotional nicht da sein konnten, also zum Beispiel an psychische Erkrankungen leiden, Beispiel Depression, auch die letztes Endes die Symptome von emotionaler Vernachlässigung erzeugt haben. Weil sie waren ja weder in der Seele noch körperlich da für uns. Sie waren ja diejenigen, auf sie wir uns verlassen haben, und sie konnten nicht da sein, wenn auch ohne, dass sie Schuld dafür tragen. Hinzu kommt, dass eine Verleugnung, also dass ich diesen ganz mangelhafte Bezugsperson annehmen kann und in dieser Bindung bleibe bzw. bleiben muss, aber damit ich das erträglich gestalte und diese Bezugsperson ein besseres Bild verschaffe als ist, hat zur Folge, dass wir ganz viel auf einiges verzichten müssen. Das heißt, dass den eigenen Selbstwert macht noch weiter zerstören, als schon die Bezugspersonen das getan haben. Das Kind wird natürlich Selbstakzeptanz überhaupt nicht erlernen oder eben auch praktizieren. Dieser Selbsthass wird sozusagen primär das Gefühl sein. Selbstfürsorge, Selbstinteresse und die eigenen Bedürfnisse sind natürlich überhaupt nicht von Priorität und haben gar keinen Stellenwert. Das heißt, dass durch diese Konstellation natürlich die Aushebelung von den Traumafolgen, die ich ja beschrieben habe, noch schwieriger sind, da ein Selbstfürsorge wird dazu benötigt. Ich denke, dass einer der Ziele auf dem Weg der Heilung aus emotionaler Vernachlässigung ist, dass wir die damals entstandene Überlebensstrategien und damit auch Gewohnheiten oder Verhaltensmuster letztes Endes aushebeln. Und wenn wir darauf nochmal gucken, was das Kind damals machen konnte, naja, den emotionalen Schmerz zu sänftigen oder zu bekämpfen, hatte er drei Möglichkeiten. Entweder hat er diesen Schmerz sozusagen abgespalten, um nicht zu spüren, also hat dissoziiert. Oder hat versucht, sich selbst zu behandeln und entgegenzuwirken. Und zum dritten hat er die Wahl, Aggression, also ihren Wut auszudrücken, entweder Außenwelt, den Bezugspersonen gegenüber oder eben sich selbst gegenüber. Und jetzt kannst du letztes Endes schauen, welche dieser Strategien verwendest du noch heute? Ich wünsche mir, dass dir das Video gefallen hat. Ich wünsche dir eine wunderbare Zeit, viel Sonne jetzt in dem Frühling und bis bald, Gabriela.